Hi ho und willkommen zurück bei ihr lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, bei mir zu Hause sind es gerade 35 Grad draußen und mir ist viel zu warm. Trotzdem bin ich volle Kanne motiviert, hier endlich mal weiterzuspielen, weil ich dieses Spiel total liebe. Aber ich hoffe, man hört mir meine Stimme nicht so sehr an, dass ich unter der Hitze leide. Right. Na gut. Also, wir hatten ja Folgendes vor, nachdem wir jetzt die Försterhütte gebaut haben und dort Kopfgeldjägeraufträge annehmen konnten. Da kann ich mal hier kurz gucken. Die haben wir ja hier unten. Aufgaben. Ulmenküste, die kennen wir noch nicht. Also den Ogerschamanen werden wir nicht töten können. Ein Waldlauerer in den Schwarzauen. Kriegshäuptling Ikak im Talholz auf jeden Fall. Und Markrans Gabelung, der Typ hier. Die dürften wir ja alle irgendwie erledigen können. Oh, gut. Das ist bekannt von anderen Spielen dieser Art. Wenn man seine Lage verlässt und so, dann darf man doch mal Gruppenzusammenstellung sicherheitshalber machen. Gut. Waldebenen, da gehen wir später hin, dort und auf die Adelwandbrücke, Edelwandbrücke. Wir gehen jetzt erstmal Schwarzauen, Markrams Gabelung, Goldtal, Talholz, Redricks Festung. Jo. Alles gute Ideen. Dann holen wir uns in Keetnoha die Belohnungen dafür ab, kriegen vielleicht sogar neue Quests. Werden wir ja sehen. Und dann werden wir uns in den Gebieten außerhalb von Trutzbucht umschauen. So, also hier soll irgendwo ein großer Waldlauerer sein. Huch. Da hat mich das Speichern irgendwo hingebracht, wo ich nicht hin wollte. Meine Schätzungen sagen, er ist hier oben. Ah. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Troll? Der Bewohner. Okay. Markier den mal. Der Bewohner sieht schon mal übelst böse aus. Deswegen sollten wir mal übelst bombardieren. Au! Ups, Palegina ist schon down. Schwarzauen automatisch speichern. Okay. Da müssen wir uns definitiv etwas anders verhalten. Right. Sonst geht das total in die Hose. I shall be discreet. Okay, wir versuchen erst einmal die Gruppe ein bisschen aufzuspalten. Ja. Indem ich nur vielleicht so diese komischen Waldwesen da anlocke. So. Du machst vorsichtshalber mal deine Glaubensrüstung. What? Alright then. So. Gut. Oh, der beschwört Erdfäule. How bad?
Werf mal einen Feuerball irgendwo dahin. Wow. Du heilst Edda. Du machst mal eine mittlere Heilung hier irgendwo rein. Ihr beide schießt da auf das Vieh. So. Du am besten gleich nochmal. Du Hand auflegen auf dich selber. Erdfäule, Erdfäule, Troll. Feuerstrahl wäre gegen den Troll nicht schlecht, aber versuch's mal mit dem Abfluss. Okay, das mit dem Abfluss war es auch nicht so ganz die tolle Idee. Okay. Der hier in den Schwarzorden ist definitiv noch zu stark für uns. Entweder das oder ich stelle mich wieder mal doof an. Vielleicht sollte ich mich noch weiter entfernen, wenn ich die anschieße. Sagen wir hier so, hier runter. Und Edda und Palegina sollten sich einen Schluck genehmigen. Verfassung, Schadensreduktion. So. Ach, das hier auch noch. Gemein ist auf jeden Fall, was dieser Kerl zaubern kann. Hm. Okay. Große Erdfäule. Spiel pausiert, du rennst darunter. So. Oh, ich humpel. Au. Das tat weh. Okay, da kommt schon mal der Troll und das Riesenvieh. Kannst du irgendwas? Hat das was gebracht? Humpeln, geschwächt. Achso. Nein, es ging voll daneben. Nur du bist entschlossen jetzt, ha? Troll. Palegina liegt noch. Das heißt, du bist dran mit einem Heilzauber. Okay. Du noch mal die Geschosse. Ah, da ist noch ein Troll. Entweder muss ich mich zuerst um den Bewohner kümmern. Das heißt, ich muss von einer anderen Seite aus angreifen, dass ich den Bewohner zuerst sehe. Oder der ist einfach wirklich noch zu schwer für mich. Was ich wahrscheinlicher finde. Ja. Ich versuche jetzt mal von hier zu flankieren. Mal sehen, was dann passiert. Ja, Sagani und Itumak, die meinen natürlich, sie könnten einen ganz anderen Weg nehmen.
Keeping an eye out. So, dann schleiche ich mal. I'm here. Hey. Huh? Und guck mal, was ich von hier aus finde. Wow. Ja, genau, das wäre auch noch eine Idee. So. Und Rückzug. Du machst jetzt deine Entschlossenheit. Und da kommt wieder alles. Okay. Oh, die haben sie eingeholt. Das ist nicht so gut. Yes. Ah, das wollte ich nicht. Sondern das und dich zurückziehen. Okay, du bist etwas angeschlagen. Das geht aber noch. Hey. It's no use. I need something to... So. Irgendwas sagt mir, ich sollte aus diesem Nebel raus, aber kann ich schlecht. Ihr beide, ihr könnt auf den Bewohner ballern. Am besten markiert ihr beide ihn erst einmal. So. Du musst dich dringend selber heilen. Du machst den hier. So. Du schwächst so einen Verwundungsschuss, du ebenso. Da ist ein Troll. Größere Erdfäule. Du weiter auf den. Du heilst dich nochmal selber. Du beschwörst hier der Heilung. Du gegen die gegen den Bewohner. Okay, unser Heiler ist umgefallen. Du hast noch so ein paar Kugeln. Okay, Palegina ist umgefallen. Okay. Wir haben jetzt noch einen Troll und eine Erdfäule. Okay, ein Troll ist tot. Mach erstmal die Erdfäule weg. Wenn du das noch schaffst, Eder. Versuch mal den Troll umzuwerfen. Das klappt natürlich nicht. Nee. Es hat aber fast geklappt. Okay. Dieses Mal war es irgendwie anders. Aber nur ein bisschen. Ich glaube, den kann man schaffen. Wenn man es richtig anstellt. Ja. Du. Das. Du. Das. Das und das.
Hey. Hm? So. Ja. Okay. Wenn sich also meine Fernkämpfer alle auf diesen Dickwanz da beschränken. Ja. Und meine Nahkämpfer versuchen, die beiden Magier loszuwerden.